Hallo liebe Spotlight-Dancer, hier Sandra. Nachdem zurzeit so schönes Wetter ist, dachte ich mir, es wollen vielleicht einige von euch joggen gehen. Und dadurch habe ich für euch ein kleines Warm-up bzw. ein Cool-Down zusammengestellt, das ihr vor und nach dem Joggen machen könnt. Natürlich geht das genauso gut für Nordic Walking, Power Walking oder natürlich auch für Spaziergänge, wenn ihr ein bisschen schneller unterwegs sein wollt. Am Anfang einfach am Platz ein bisschen anfangen mit den Fersen nach oben zu gehen, um die Fußgelenke, auch das Fußgewölbe und die Zehen ein bisschen aufzuwärmen und ein bisschen zu verhindern, dass ihr auch Krämpfe bekommt. Ihr könnt dabei schon die Arme ein bisschen schwingen lassen. Besonders alle, die dann mit dem Nordic Walk Stecken arbeiten, haben ja auch den Oberkörper dabei involviert. Die Jogger halten ihn oft relativ verkrampft und dadurch ist es gut, wenn er vorher noch ein bisschen aufgelockert ist. Dann auch ein bisschen in dieser Position bleiben. Achtet darauf, dass das Knie schön gerade ist und dass ihr eine leichte Dehnung spürt. Auch bei der anderen Seite. Kurz dazwischen wieder auslockern und ein bisschen kreisen. Ihr könnt gleichzeitig auch die Handgelenke ein bisschen dazu nehmen oder auch die Finger dazu bewegen. Mobilisiert gleich den ganzen oberen Teil auf. Anderen Fuß wechseln. Als nächstes wollen wir ein bisschen die Hüfte und den Hüftbeuger aufwärmen, das heißt zuerst locker schwingen und dann auch ein- und ausdrehen. Wenn ihr merkt, ihr wackelt irgendwie oder der Boden ist schief, könnt ihr euch auch einen Baumstamm oder eine Bank nehmen und euch dabei einfach abstützen. Ansonsten ist es auch eine gute Balanceübung. Immer das Knie nach innen und nach außen drehen. Auf der anderen Seite zuerst locker schwingen. Und dann wieder Knie nach innen, Knie nach außen. Chelsea braucht kein Warm-up, wie man sieht, sie kann gleich losstarten. Und dann beim Schwingen immer abwechselnd die Beine vor- und rückschwingen, dabei ein bisschen höher schon. Ja, lauf ruhig, du brauchst keine aufwärmen. Arme auch ein bisschen höher nehmen. Und dann ein leichter Stretch, nicht zu weit nach hinten. Ihr könnt auch, wenn ihr euer Bein nicht nehmen könnt, es bei der Bank oder einem Baumstumpf in leichter Höhe, wo es geht, auflegen. Nicht zu lange, nur kurz, ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Auf der anderen Seite auch. Entweder könnt ihr euch auch festhalten, das Bein halten oder auflegen. Und dann in einer Schrittstellung leicht nach vorne, um auf die Rückseite ein bisschen zu stretchen. Wichtig ist, wenn ihr stretcht vor der richtigen Belastung, dass es ungefähr 10 bis 15 Sekunden ist, um wirklich die Muskeln vorzubereiten und nicht sozusagen auszuleiern. Jetzt können wir noch schauen, dass wir ein bisschen unseren Puls hochkriegen, das heißt leicht wippen, Arme wieder mitschwingen,
Immer schön abfedern von den Füßen. Schultern könnt ihr locker wieder mitnehmen. Und dann am Platz ein bisschen gehen. Oder ihr könnt natürlich auch schon in eurer Laufrichtung anfangen zu gehen. Schultern kreisen von den Ellbogen. Und mit leichten Kreisen. Könnt auch ein bisschen rudern. Vorwärts bzw. rückwärts. Und dann das Gehen einfach immer schneller machen, bis ihr entweder in eurer Joggeschwindigkeit seid oder beim Nordic Walking eben in eurer Walkgeschwindigkeit. Das war's mit unserem Warm-up. Wir sehen uns nachher wieder fürs Cooldown. Hallo liebe Spotlight-Dancer, ich hoffe ihr seid jetzt eine schöne Runde Nordic gewalkt oder gejoggt. Wenn ihr ein bisschen noch außer Atem seid, kommt mal runter, trinkt einen Schluck und dann machen wir noch ein kurzes Cooldown für euch. Wenn es so herrliches Wetter ist wie heute, ist es natürlich auch kein Problem, dass man Sachen am Boden macht. Ich zeige euch trotzdem eine Variante, die ihr auch bei Schlechtwetter machen könnt, wo ihr praktisch nicht den Boden berühren müsst. Solltet ihr euch leichter tun und entweder eine Bank oder einen Holzblock zur Verfügung haben, könnt ihr den natürlich gerne nutzen. Ansonsten funktioniert es auch ohne weitere Hilfsmittel. Wichtig ist, dass ihr nicht sofort stehen bleibt, sondern langsam ausgeht. Das heißt, auch wenn ihr noch was trinkt, geht noch ein bisschen am Platz oder in die Richtung, wo ihr noch hin wollt. Und dann kommt ihr langsam zum Stillstand. Und wir wollen mal ein bisschen probieren, zuerst die Hinterseite unserer Beine zu dehnen. Das heißt, wir fangen wieder an mit dem Stretch, den wir ganz am Anfang hatten. Jetzt könnt ihr länger halten, weil jetzt wollen wir wirklich die Muskeln, die hier beansprucht wurden, ausdehnen. Wir wollen aber nicht dran reißen, sondern uns langsam steigern. Das heißt, ihr fangt oben in der Schrittstellung an und rückt dann so alle 5 bis 10 Sekunden ein bisschen tiefer, soweit ihr eben könnt, bis ihr in so einer Position seid. Um jetzt auch zum Beispiel ein bisschen den Oberkörper mitzudehnen, besonders für alle, die mit Nordic Walking unterwegs waren, können ihre Arme nach oben strecken, gerne auch die Arme verschränken oder sogar die Finger umdrehen. Schaut immer, wie es euch heute geht und was bei euch möglich ist. Das ist das Wichtigste. Dann langsam wieder auflösen, kurz ausschütteln und natürlich auch zur anderen Seite. Wieder zuerst oben anfangen und langsam nach unten steigern. Ihr könnt euch hier wirklich Zeit lassen. Cool-Down-Stretches kann man auch mehrere Minuten halten, wenn es angenehm ist. Schaut wirklich, wie sich euer Körper anfühlt nach der Belastung. Hier können wir jetzt auch gerne die andere Seite dehnen vom Oberkörper. Das heißt, ich ziehe jetzt mit meinen Armen nach hinten und mache meinen Brustkorb auf. Dann auch wieder auslockern. Um wieder die Oberseite zu dehnen, können wir hier gerne wieder das Bein abwinkeln, auch mit anhalten, wenn es euch leichter fällt. Versucht jetzt wirklich die Knie zusammenzuhalten, die Ferse so weit ihr könnt nach oben zu ziehen. Und jetzt könnt ihr auch recht lange diesen Stretch halten. Dann noch die andere Seite.
aber auch noch hier unsere Füße ein bisschen, die Fußgewölbe selber zu dehnen, können wir jetzt eine Schrittstellung machen und wirklich mehr Gewicht nach vorne geben. Passt wieder auf, dass euer Knie gerade über die Zehen gehen. Gebt wirklich mehr Gewicht, dass ihr wirklich beim Fußgewölbe eine leichte Dehnung spürt. Das Ganze auch zur anderen Seite. Kurz ausschütteln. Ein alternativer Stretch für die Rückseite, wenn ihr eben eine Bank oder einen Baumstumpf habt, ist auch, dass ihr das Bein auflegt. Auch für alle, die nicht so gerne hier hinuntergehen können oder wollen. Sehe zu euch ziehen und soweit ihr könnt, nach vorne legen. Kann unten sein, kann weiter oben sein, so wie es für euch angenehm ist. Das können natürlich auch alle zusätzlich noch machen. Auch hier kann man jetzt den Kopf und den Oberkörper nach vorne legen. Und so langsam mehr in die Entspannung reinkommen. Nie vergessen, die Seite zu wechseln. Tendenziell immer die Hüfte von dem Bein, was oben ist, nach hinten ziehen, sodass die Hüftknochen auf einer Höhe sind. Zum Schluss schwingen wir noch ein bisschen den Körper aus. Wie groß oder klein ihr das Aufschwingen macht, überlasse ich natürlich euch. Es soll euch nicht schwindelig werden. Es soll einfach den ganzen Körper noch ein bisschen lockern. Und auch die Wirbelsäule, die jetzt die ganze Zeit aufrecht war, ein bisschen wieder runden und mobiler machen. Ihr könnt auch gerne hier noch ein bisschen locker von einer Seite zur anderen Seite schwingen, aber nicht anreißen, sondern wirklich nur einfach mitbewegen. Und dann könnt ihr noch gerne einmal, soweit ihr könnt, nach unten hängen. Wer möchte, kann auch gerne die Arme verschränken. Und ihr könnt auch hier noch ein bisschen locker euch aushängen lassen. Sehr schön. Vergesst nicht, während dem Cool Down, wie der Name so schön sagt, kühlt natürlich auch der Körper aus. Das heißt, wenn ein Wind geht, bei mir fängt jetzt gerade der Wind an, oder wenn das Wetter mal nicht so schön ist, zieht euch bitte schon vorher oder während dem Cooldown eine Weste oder Jacke drüber, dass ihr euch nicht verkühlt. Spätestens jetzt solltet ihr es dann machen, außer das Wetter ist natürlich sehr schön und warm.